begrüße dich ganz recht herzlich hier auf dem YouTube-Kanal des Channeling-Kongresses und des Channeling-Portals. Hier sind viele, viele Referenten, Experten und Medien, die dir die geistige Welt näher bringen möchten und damit Inspiration geben möchten für deinen Weg der Transformation. Heute haben wir mit diesem Format im Gespräch mit ein ganz besonderes Thema, nämlich das Thema Räuchern. Und dazu begrüße ich ganz recht herzlich Annemarie Herzog. Grüß dich, schön, dass du da bist. Hallo, grüß dich. Liebe Annemarie, du bist ja Raumenergetikerin, bist aber da letztendlich erst über einen langen Weg dann hingekommen. Viele Zufälle, wie du sagst, haben dich dann immer wieder mit dem Räuchern in Verbindung gebracht. Aber eigentlich wäre es doch so naheliegend gewesen, weil in deiner Familie das Räuchern ja schon eine große Tradition hatte. Deine Großmutter hat geräuchert und du selber wendest das heute an, hast eine große Plattform, wo du Räucherwerk anbietest, wo du aber auch viel Fachwissen, Bücher anbietest, um in das Thema Räuchern reinzukommen und bist Raumenergetikerin, bist also selber auch aktiv und dieses Räuchern liegt dir mehr als am Herzen und deshalb freue ich mich, dass wir uns heute darüber unterhalten können. Aber welche Zufälle waren es denn, die dich dann nachhaltig dahin gebracht haben, zu sagen, okay, ich beuge mich und komme meiner Berufung nach? Ja, das hast du schön gesagt. Genau so stimmt's. Wie halt jeder Mensch geht man halt irdischen Berufen nach, so auch bei mir. Und ich habe aber allerdings von meiner Kindheit an im Grunde von meiner Oma einen unglaublichen Naturschatz mitbekommen, also spielerisch im Grunde, weil ich mit ihr sämtliche Kräuter oder Wurzeln, Harze, Hölzer und was auch immer zum richtigen Zeitpunkt auch gesammelt habe. Ich habe das als schöne Arbeit gesehen, also gar nicht Arbeit, sondern das war halt so. Ja. Also lang habe ich gedacht, das macht eh jedes Kind, also ist eh normal. Ja. Bis ich dann eines Tages draufkommen bin, na, so ist es nicht, ja. Und das ist halt irgendwo geblieben, dass halt kein Zwang da war von der Oma, sondern dass ich mich halt interessiert habe, ja. Und sie hatte ja viele Enkel, aber ich war halt die Einzige, die da das Interesse permanent gezeigt hat. Und so war das dann fast logisch, ja, dass ich sie dann auch begleitet habe, wenn zum Beispiel Leute krank waren, wenn jemand im Raum Probleme hatte, wo sie dann eben die Räume geräuchert hat und so weiter. Und so habe ich das alles wirklich so miterlebt, was daraus geworden ist. Und ich war immer fasziniert, schon als Kind, was man da alles machen kann und wie die Kräuter wirken und so weiter, ja. Und natürlich dann für mich persönlich habe ich immer geräuchert, also bis zum heutigen Tag habe ich nie aufgehört. Nur war dann natürlich, wie es halt so ist, wenn die Berufung einen sagt, es ist Zeit, das jetzt umzusetzen, habe ich dann halt eben diese Zeit gehabt. Ich war im öffentlichen Dienst, ich war Pressesprecherin. Im öffentlichen Dienst hatte einen super Job, mir hat nichts gefehlt. Und eines Tages habe ich gemerkt, dass ich immer vor der Tür, vor der Rathaustür, unglaubliche Magenschmerzen bekam. Ja? Und ich denke mir, naja, am Anfang habe ich gedacht, okay, schlechte Phase, irgendwas Schlechtes gegessen. Leider Gottes hat sich das dann sehr gesteigert. Bin zum Arzt gegangen, der hat nichts gefunden. Und dann habe ich schon gewusst, weil ich ja doch immer wieder energetisch gearbeitet habe, da ist was anderes dahinter. Okay, jedenfalls kam ich dann nach ein paar Tagen nach Hause und am Teppich in meinem Wohnzimmer lag ein Räucherbuch. Ich habe nie ein Räucherbuch gekauft und auch nicht besessen, weil ich das Räucherwissen ja sowieso kannte. Da habe ich gewusst, aha, das ist jetzt die Stufe 2. Dann, ein paar Tage später, war ich bei einem Auramaler. Und der sagte mir, der war aus England, der sagte mir, dass ich mit meiner Großmutter da bin. Ja? Er sieht sie in meiner Aura. Dann sage ich, ja, okay, schön. Wenn sie freiwillig da ist, ist alles gut. Dann sagt er, ja, das ist sie. Und sie möchte dir sagen, dass jetzt die Zeit gekommen ist, um das umzusetzen, was sie hinterlassen hat.
Das müssen die Menschen einfach auch bekommen, weil ich darf das bei mir nicht stehen lassen. Ja, so. Das hat mir einmal einiges an Gänsehaut gebracht, weil ich gesagt habe, also normal ist das jetzt nicht mehr. Dieser Engländer hat weder meine Großmutter gekannt noch mich. Und so habe ich dann nach kurzer Zeit gekündigt. Alle Menschen haben gesagt, die spinnt, ja, das ist verrückt, die ist unkündbar gestellt. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist, aber im öffentlichen Dienst kann man ab einem gewissen Zeitpunkt dann nicht mehr gekündigt werden. Und das war bei mir so. Und ich hatte keine Ahnung, was jetzt mit mir passiert. Ja. Ich habe gekündigt. Es war eigenartig, weil meine Chefs waren, die haben mich mit allen Mitteln halten wollen, aber es war halt dann nicht so. Dann ist eine Tür zugegangen und 10 sind aufgegangen. 10, nicht eine, 10. Ja. Und das war eine Abfolge von sogenannten Zufällen, die es normalerweise nicht gibt. Ja, also ich könnte da allein ein Buch schreiben darüber, was mir da nach dieser Zeit im Rathaus alles passiert ist. Fakt war, ich habe in kürzester Zeit 7 Bücher geschrieben. Ich habe nie ein Buch im Visier gehabt, also dass ich das schreiben würde. Ich habe immer gern geschrieben. Ich habe als Kind schon Konzepte gemacht für Bücher und so weiter, schon. Ja, aber zu dem Zeitpunkt war das nicht dann auf meinem Radarschirm. Ja? Und das ist alles geflossen. Also ich habe die Bücher aus meinem Kopf geschrieben. Ich hatte keinen Quellenhinweis. Der erste Verlag hat zu mir gesagt, ja, da fehlt doch was, da ist nichts drin. Sage ich, ja, da ist nichts, da ist nichts. Ja? Das ist nur mein Kopf. Und das war sensationell. Also für mich hat es damals diesen Klick gemacht, dass es etwas gibt, ja, was einen führt, und wenn etwas sein soll, dann passiert es, wenn man auf das horcht und wenn man dem nachgibt. Und wenn man eben dieses Vertrauen hat, man braucht natürlich Urvertrauen, um zu sagen, ja, ich mach's, ich spüre, ich mach's und es kommt was. Was auch immer kommt, aber es ist für mich etwas gerichtet, was ich tun soll, und dann werden auch die Rahmenbedingungen da sein. Und genau dieses Urvertrauen hatte ich. Und so wurde daraus eine Megasache. Ja, also ich bin unterwegs in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, in Südtirol, in Kroatien. Und habe so eine Freude mit meiner Vortragstätigkeit, weil ich nie vorbereitet bin, weil ich alles im Kopf habe. Ja? Ich brauche keinen Zettel, ich brauche nicht eine Woche vorher, keine Ahnung, eine Generalprobe für meinen Vortrag, sondern ich brauche nichts, sondern nur mich. Und das kann ich eben authentisch wiedergeben. Und das ist natürlich auch schön so. Und ich danke heute meiner Großmutter immer wieder, dass sie mir damals das so massiv aufgezeigt hat. Ja? Und sie ist ja natürlich immer wieder da und ärgert mich ein bisschen. Und wenn sie dann mir irgendwas deutet, was ich zu tun habe, dann fragt mich dann jeden, also genau einen Tag später, jemand genau nach dem, was sie mir gesagt hat. Ja? Also schon sehr spannend. Wow, also ja, Gänsehaut. Ich habe sie auch bekommen eben bei dem, was du erzählt hast. Das ist so berührend und das ist so, ja, wie soll ich sagen? Also das ist das Ideale, wie es ja eigentlich läuft. Also so wie es auch früher war, ja, wo also ein Schmied das Wissen dann an seinen Sohn oder Enkel weitergegeben hat. So hast du es ja aus erster Hand von deiner Großmutter eben bekommen, und zwar spielerisch. Du bist als Kind, hast du das schon alles aufgesogen. Das hat sich in dir veranlagt. Das ist, also ich sag mal, das ist großartig, was für ein Geschenk und was für ein Segen, aber auch für alle anderen Menschen, die jetzt sozusagen in der jetzigen Zeit das vermittelt bekommen können, weil ihr das wahrscheinlich auch vorher schon so verabredet habt. Und umso schöner natürlich auch, dass deine Großmutter heute noch bei dir ist und ihr so intensiven Kontakt habt. Also wow, das berührt mich sehr und das ist wundervoll. Und das zeigt ja auch, dass ja eben nicht zufällig geschieht und dass du den Mut aufgebracht hast. Respekt, wundervoll. Ja, du bist getragen, du bist geführt, das ist toll. Also ja, was will man mehr? Also ja, das ist, alleine das ist schon
Ja, eine frohe Botschaft. Man könnte fast sagen, ein Stück Himmel auf Erden habe ich mitbekommen, weil alles, was ich so tue, ist geführt. Also das heißt, ich habe nie das Problem, dass ich sage, ich habe keine Zeit oder ich kann es nicht schaffen oder wenn auch noch so viel da ansteht. Es ist immer irgendwie so, dass es geht, dass es passt und dass alles so irgendwo in die richtige Schwingung kommt und auch terminlich immer so dann rauskommt, wie es sein soll. Und ich bin da im Grunde nicht überfordert oder so, sondern es ist gerichtet. Ja? Also es ist für mich so, wie in dieser Möglichkeit, wie ich sie eben habe. Ja? Also ich bin ja auch schon 68 und ich merke nicht viel davon. Ja gut, du arbeitest ja auch nicht, sondern du gehst deiner Berufung nach. Ja, genau. Du bist erfüllt. Ja, du bist erfüllt, du bist authentisch davon erfüllt. Und so wie du vorhin schon sagtest, im Wald die Kräuter sammeln. Ja, da habe ich mit meiner Großmutter gearbeitet. Ach nee, eigentlich war es gar nicht Arbeit, hast du so gesagt. Ja, oder? Ja, das war halt so. Genau, so ist es. Und hey, Gratulation. Ja, genau so vielleicht ist es. Vielleicht habe ich auch ein paar Jahre dazu bekommen, so als Bonus oder so. Das ja, oder auch. Das Räuchern wirkt natürlich auch, weil du viel das räucherst. Das wirkt natürlich auch. Ja, das hält ich jung. Absolut, absolut. Aber das ist auch nochmal so ein Impuls. Ich finde das ja immer schön, so Biografien auch zu erfahren und zu schauen, okay, was passiert da? Und bei eigentlich allen, mit denen wir auch im Rahmen dieser Gespräche gesprochen haben, gab es eben diesen Moment, wo man dann hinhorchte, so wie du das mit den Magenschmerzen hattest und sagst, okay, das muss irgendwas anderes sein. Das ist ein Impuls, der mich jetzt erreicht und es ist Zeit, was zu verändern. Und dann geht die Kette erst los. Es ist ja deine Bereitschaft auch gewesen, die das ermöglicht hat. Und das ist immer wieder schön, weil ich das auch jedem so ans Herz legen möchte, einfach in seinem Leben wachsam zu sein, um zu schauen, weil wir alle eben auch Impulse bekommen von unserem höheren Selbst, von der geistigen Welt, aus welchen Ebenen, die wir nutzen können, ja, die wir eben wirklich, wo wir mal hinterfragen können und schauen können, was für Türen öffnen sich da alles. Und wie du sagtest, es haben sich 10 eröffnet. Das ist ja auch eine wunderbare Vielfalt und große Möglichkeit. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen und freue mich da sehr für dich und natürlich für alle anderen, die davon sehr profitieren. Und ja, wie sie profitieren, das wollen wir jetzt mal ein bisschen enthüllen und natürlich durchleuchten, denn das Räuchern ist ja das, was, wie auch in unserem Titel wir ja sagen, Brücken baut in die feinstofflichen Ebenen hinein. Das heißt, also es sind Stoffe, die sich eben in Rauch verwandeln, sage ich jetzt mal ganz profan, und damit ihre Wirkung entfalten, die aber ihre Wurzeln ja nicht jetzt gerade vor 100 Jahren hatte, sondern das Räuchern begleitet die Menschen ja schon ewiglich. Ja. Wie war mal die Entwicklung? Wo liegen die Wurzeln des Räucherns? Das Räuchern ist so alt wie das Feuer. Es gab nie Zeiten ohne Räuchern. Das heißt, alle Naturvölker haben sehr, sehr schnell begriffen, dass das Räuchern die intensivste Form ist, um Kräuter zu entfalten. Oder Wurzeln oder Harze oder Blütenblätter. Ja? Und das tut dann was. Das heißt, also die Wirkung daraus ist natürlich sofort spürbar gewesen. Dadurch, dass die Leute früher sehr viel mehr Gespür hatten, konnten sie sehr gut auch einordnen, was passt zu was und wie kann ich mit dem Kraut umgehen, wie mit dem, und wenn ich es verräuchere, was tut sich da? Ja? Und so wurde aus dem Räuchern in erster Linie auch natürlich religiöse, es gibt religiöse Ansätze, wobei man auch sagen muss, dass auch im Religiösen immer die Reinigung durch Räuchern und die Desinfektion auch im Vordergrund stand. Aber es war auch Volksmedizin. Das heißt also, die Leute haben mit den Räucherstoffen ganz gezielt den Menschen geholfen, was auch immer es war. Ja?
Also meine Oma, die hatte mit dem Räucherschemel immer gearbeitet. Das ist auch so ein Wort, das kaum jemand kennt. Das war dazu da, dass man die Füße auf einen Schemel getan hat und über die Fußsohlen dann das Räucherwerk in feinstofflicher Form, sprich über den Rauch, zu diesen Körperstellen kam, wo eben ein Mangel da war. Ja? Und das war nur ein kleines Beispiel. So hat man es aber früher immer gemacht. Also man hat zum Beispiel mit einem Leinentuch das Leinentuch über den Rauch gehalten und dann an diese Stelle gelegt, wo man Schmerzen hatte. Ja? Auch ein kleines Beispiel, also was mit großer Wirkung. Hatten viele Naturvölker oder Indianer das Räuchern zur Anbetung verwendet. Anbetung, Bebetung, ja, also Anbetung von Ahnen, Bebetung von Göttern. Das sind eben Kulturkreise, das können wir hier heute nicht mehr nachvollziehen. Wir sind kein Naturvolk mehr. Und die Naturvölker, die es heute noch gibt, die machen es nach wie vor. Also ich war viel auf der Welt unterwegs. Ich war in Jemen, im Oman, ich war auf Bali, ich war in Ägypten und habe immer geschaut, dass ich dort Naturvölker treffe, wo ich eben auch zum Thema Räuchern mich austauschen konnte. Und das war immer sehr, sehr interessant, dass diese Menschen das ganz einfache Räuchern zum Thema Reinigen als nutzbringende Maßnahme verwendet haben, aber auch eben zu rituellen Zwecken. Das bedeutet, wenn ich jetzt auf Bali denke, die Hindus, die bebeten hunderte Götter. Ja, und zu Ehren dieser Götter wird geräuchert, ob es im Tempel ist oder zu Hause, egal. Und das sind andere Ansätze. Also das sind Ansätze, die zum Beispiel halt, ich kann nicht hier in Kärnten irgendwo hingehen in irgendein Eck von meinem Haus und sagen, so, jetzt steht hier irgendeine hinduistische Gottheit. Ja? Ja, dann werde ich wahrscheinlich innerlich selber lachen müssen, weil ich sage, was tue ich denn da? Ja, ich kenne den ja gar nicht. Ich bin nicht in diesem Kulturkreis. Ja, deshalb muss man immer schauen, dass man immer, wenn man räuchert, das auch versteht, was man tut. Ja, also nachahmen oder einfach etwas, was man gelesen oder gesehen hat auf Reisen, einfach dann übertragen auf unseren Kulturkreis, ist ganz schwierig, ja? Weil erstens einmal die Räucherstoffe uns nicht bekannt sind und zweitens eben auch das Wissen an der Wurzel nicht verstanden wird. Und da sind, ich weiß, von was ich spreche, die Leute vollkommen überfordert, weil sie das nicht spüren, dass das einen Mehrwert ergibt für sie selber, ja. Genauso ist es, ich habe einen Freund, das ist ein Lakota-Indianer, also ein echter, kein Touristen-Lakota. Ja. Touristen-Lakota habe ich auch noch nicht gehört. Das ist eine eigene Rasse. Ja, genau. Und der sagt immer, was habt ihr für ein Problem? Ehrt ihr eure Natur nicht? Die Natur ist bei euch genauso ausgeprägt wie bei uns. Und ihr braucht weder unsere Sachen noch braucht ihr sonst was von wo, sondern ihr habt ja alles vor der Tür. Ja? Und dann hat er so ein Beispiel gebracht, hat er gesagt, stell dir vor, wir waren damals in Bayern, da war gerade ein Maibaum zu sehen. Ja? Und dann hat er gesagt, stell dir vor, ich würde jetzt diesen Maibaum nehmen, nach Hause bringen, dort aufstellen und dann zu meinen Ältesten sagen, so, jetzt nehmen wir eine Lederhose und kraxeln da auf diesen Maibaum. Ja? Die würden mich für verrückt erklären und sofort aus dem Verband ausschließen, hat er gesagt, weil das entehrend wäre. Ja? Ja. Also, na, die würden wahrscheinlich aus dem Maibaum einen Marterpfahl machen und ihn gegenrinnen. Ja, genau. Ja, genau, so ist es. Also ich denke, du verstehst, was ich meine, dass man nicht alles von A nach B bringen kann. Ja? Daher haben wir ja die Fülle, daher hatte jeder Kontinent seines. Ja? Ist ja auch zum Beispiel, es gibt ja zum Beispiel die TCM-Kräuter. Man hat immer gesagt, die TCM-Kräuter, das sind chinesische Kräuter, die kann man nur in China bekommen und die kommen bei uns nicht vor. So. Ein Autorenkollege von mir hat gesagt, das kann nicht sein,
und hat geforscht und hat hier in Europa alle Kräuter, die DCM-mäßig genutzt werden, alle gefunden. Die heißen hier nur anders, aber die Signatur ist gleich. Ja? Das bedeutet, wir haben dieselben Pflanzen hier und da, nur sie heißen dann halt anders oder sind vielleicht aus der gleichen Gattung, aber nicht jetzt unbedingt gleich ausschauend. Ja? Also das bedeutet, aus diesem Ganzen ist dann die TEM entstanden. Die traditionell europäische Medizin. Und das ist so ein Beispiel, wo man sagt, ja, wir haben es auch. Wir haben alles da. Und ich selber arbeite grundsätzlich mit heimischen Kräutern, bis auf den Weihrauch natürlich, der wächst ja bei uns nicht. Aber sonst ehre ich die Natur. Und ich spreche mit diesen Pflanzen und sage und bitte immer, wenn ich sie pflück, und bedanke mich dafür, weil das einfach mir wichtig ist, dass ich diese Natur und alles, was die Natur uns gibt, ehre. Ja. Damit haben sie ganz eine andere Energie, weil die freuen sich auch drüber. Es ist ja jede Pflanze beseelt. Ja, ja, ich finde das sehr interessant, was du sagst, dass man eben die Natur, die ja nicht zufällig in unserem Kulturkreis hier eben ja. So ist, wie sie ist, weil genau. Sie ja in klimatischen Bedingungen aufwächst, wo wir genau. Menschen auch leben und dementsprechend genau. Natürlich anders wirkt. Das geht bis hin zu Früchten natürlich, ja. Wir im Norden, sage ich mal, andere Früchte haben als die ja. Italiener. Genau. Da muss ich noch nicht mal in andere Kontinente gehen. Genau. Und genau. Das hat natürlich auch was mit den Temperaturen zu tun und genau. So weiter. Ne? Also genau. Ich sage mal, eine Wassermelone im kalten Winter zu essen, bringt ja. Auch nicht wirklich was für den Organismus, sondern das ist dann eher was für südländische genau. Gefilde, wo man sich kühlen möchte. Genau, und was man da noch dazu sagen muss, man muss sich ja einmal vor Augen halten, wenn ich die Wirkung dieser Pflanzen nicht kenne, weil sie exotisch sind, dann kann auch alles Mögliche passieren. Ja? Es gibt keine Pflanze, die keine Wirkung hat in dem Sinn. Sogar Unkräuter haben Wirkungen. Ja? Und wenn ich die Wirkung nicht kenne, dann ist es vielleicht oft nicht so schön, ja, weil es kann schon was passieren. Ich kann, zum Beispiel gibt es Naturvölker, die Pflanzen verwenden, die halt irgendwas tun, was man hier bei uns nicht mag, ja. Und das muss man sich auch vor Augen halten. Oder jetzt überlege mal den ganzen Transportweg, ja. Wie lang braucht eine Pflanze aus China, bis sie bei uns ist? Und geschweige denn in meinem Wohnzimmer. Das heißt, diese Lieferketten sind ja von der Verladung. Das heißt, wenn sie verladen werden, sind sie ja vielleicht gar nicht mehr ganz frisch, sondern die können ja schon wo gelagert worden sein. Und dann geht es ja weiter. Die Lieferkette ist ja dann noch nicht aus, wenn das Schiff in Rotterdam landet, ja, oder anlegt. Und daher muss man sich das halt einfach einmal überlegen, will ich das? Will ich Kraft in meiner Räuchermischung oder will ich Stroh? Ja, und die Wirkung, wie du sagtest, ist ja mit heimischen Kraut, sage ich jetzt mal, genauso gegeben und das auch ja. Sehr differenziert, weil ja. Was du mir im Vorgespräch ja sagtest, ist, dass du auch viel eben in erster Linie mit Mischungen arbeitest mhm. Und nehmen wir jetzt das Beispiel mal Reinigung, was du vorhin schon hattest, ja. Da gibt es dann eine spezielle Reinigungsmischung. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich dich jetzt kennenlernte und bei unserem Rauhnacht-Event im letzten Winter haben wir dann die Rauhnacht-Mischung natürlich bestellt, um das auch alles mitzumachen und selber zu räuchern. Und ich gucke da rein und denke, wow, was gibt es denn da alles? Ja, vorher gab es für mich eben nur Weihrauch und Räucherkerzen, die irgendwo nachgerochen haben. Und dann habe ich erst mal gesehen, Beifuß, Salbei, also ganz viele Kräuter, auf die ich nie gekommen wäre, die anzuzünden, sage ich jetzt mal so. Ja? Ja, genau. Welche Wirkungen haben die und welche Mischung, wenn wir jetzt mal bei der Reinigung bleiben, aus wie vielen Kräutern besteht die eigentlich? Die besteht aus 9 Zutaten. Es wurde früher immer, wenn eine ganz starke Wirkung notwendig war bei einem Thema, haben die Leute auf 9 gemischt. Wenn es, sagen wir mal, mittelmäßig war, war es die 7. Und wenn es, sagen wir mal, eine normale Wirkung geben sollte, war es die 5. Das waren die heiligen Zahlen damals für die Mischverhältnisse. Und die 9, das sagt schon aus, also 9 ist sehr kraftvoll.
Wobei man sagen muss, dass die Leute früher auch das Mischverhältnis zwischen den Pflanzenteilen immer gleich gemacht haben. Das heißt, in jeder Mischung waren Wurzeln, Harze, Hölzer, Blüten und Blätter. Also von jeweils den entsprechenden Pflanzen, die zu dieser Mischung passten. Also in dem Fall bei der Reinigungsmischung ist das Holz, das Wacholderholz, die Wurzel, die Angelika-Wurzel, das Harz ist das Fichtenharz, dann gibt es noch eben das Myrteblatt, das Eisenkraut, den Salbei, den Lavendel, den Rosmarin und ja, also das heißt, das sind alles heimische Kräuter und Zutaten, die eben das Eisenkraut, glaube ich, habe ich vergessen, genau, das Eisenkraut, die eben ineinander wirken. Das heißt, eine Mischung ist ja deshalb so kraftvoll, weil das ein Team ist, ein Team, das miteinander arbeitet. Das heißt, das, was der eine nicht kann, kann der andere. Und die fegen dadurch durch einen Raum, das einfach, das ist echt eine Freude, wenn man das merkt, wie sich das löst, ja. Weil die Kraft kommt ja eben aus dem, dass eben durch die Hitze diese Kraft über den feinstofflichen Rauch erfolgt, also die Umsetzung erfolgt und dadurch der Rauch ja ein sehr, sehr starkes, ich sage jetzt einmal, Putzmittel ist, ja, das in der Lage ist, Altlasten, alte Energien, die schon lange in Räumen hängen, auch noch auflösen zu können. Das heißt, es ist ja so stark verdichtet, dass man wirklich sehr, sehr viel Kraft braucht, um das aufzulösen. Das kannst du vielleicht vergleichen, wenn, ich hoffe nicht, dass es einmal passiert ist, aber wenn dir einmal in der Küche Milch übergangen ist, dann gibt es so eine Kruste rund um die Herdplatte. Und die riecht nicht ganz schön, ja, so nebenbei. Und diese Kruste kriegst du nicht einfach so weg, ja. Die kannst du nicht mit irgendeinem Lappen einfach so wegbringen. Du brauchst etwas, was diese Kruste löst. Sprich, du brauchst das Scheuermittel zum Beispiel, ja. Und das tust du über die Herd durch drauf und lässt es einwirken. Und dann erst, ja, kommt das weg. Und so ist es eben auch beim Raumreinigen. Du musst das verteilen, dieses starke Putzmittel. Und das dauert, bis sich das da hineinarbeitet. Und daher tut man beim Reinigen auch immer nach dem Verteilen des Rauches den Rauch 20 Minuten stehen lassen, damit er seine Arbeit tun kann. Das ist eben dieser Hintergrund, damit er eben auch hartnäckige Teile auch auflösen kann. Sollte man das dann auch wiederholen in gewissen Abständen oder reicht da einmal auf? Nein. Schon? Es ist grundsätzlich geht's darum, wie alt ist ein Haus, wie viel ist in diesem Haus passiert, das weiß man oft ja nicht, wenn das ein Miethaus ist, kannst du nicht wissen, was je passiert ist, ja. Aber grundsätzlich hält man sich an das Alter des Hauses. Wenn ein Haus 100 Jahre alt ist, kannst du dir vorstellen, dass da wesentlich mehr drin ist, als in einem Haus mit 5 Jahren, 10 Jahren oder so. Ja? Wobei das schon reicht. Ja? Weil stell dir mal ein Mietshaus vor, wenn sich da immer wieder neue Mieter einfinden und die Alten gehen und nehmen aber den Energiemüll nicht mit, ja? Dann sagt man bei uns zum Beispiel, in den letzten beißen die Hunde. Ja, und das ist der letzte Mieter, weil der hat nämlich alles zu tragen, was die anderen hinterlassen haben. Ja, und daher ist es einfach total wichtig, dass man eben gerade in Mietshäusern sehr regelmäßig räuchert, beziehungsweise wenn man am Anfang einmal den ärgsten Müll weghaben will, muss man sowas machen wie eine Kur fürs Haus oder für die Wohnung und man räuchert einmal. Es gibt Leute, die räuchern eine Woche lang täglich, ja, weil sie sagen, ich will dieses Zeug weghaben, egal was, wie viel das ist, aber ich spüre ja, wie sich das löst und man spürt ja auch, dass der Raum leichter wird, heller wird, durchlässiger wird, ja. Und das ist das Zeichen nach außen, dass sich was tut, ja. Und wenn ich sicher sein will, muss ich halt einmal so, ja, nach Gefühl natürlich, weil Räuchern ist eine reine Gefühlssache, nach Gefühl gehe ich vor und sage, ja, jetzt ist es für mich gut, jetzt passt's, ja.
Aber grundsätzlich natürlich am Anfang öfter und danach einmal im Monat. Weil es hört ja nicht auf, nicht? Also solange der Mensch lebt, produziert er Energie. Durch die Gedanken, durch Worte, durch Taten. Und damit muss ich das auch weg tun. Also wenn ich das wieder lasse, dann bäumt sich das ja wieder auf. Das wäre genauso, wenn ich jetzt zum Beispiel aufhöre zu putzen. Ja? Mein Wohnzimmer, Küche, Bad, putze ich einfach dann nicht mehr. Ja? Dann wäre das unansehnlich, dann würde man das sehen. Im Energetischen sieht man es nicht, aber man spürt es, ja, dass sich dann halt wieder was bildet. Aber man soll in diese gewisse Regelmäßigkeit einhalten und dann fühlt man sich auch sehr, sehr wohl drin. Spannend, wie du sagst, dass der Raum lichter wird, weiter, ne, dass du das auch fühlen kannst und man das auch fühlen kann. Ja. Und man hat ja in der Tat auch Situationen, wo man in Räume reinkommt, die können komplett leer sein und man fühlt eine Bedrücktheit und kann es gar nicht beschreiben, aber irgendwo sagt man, boah, bloß wieder hier raus. Mhm. Ne? Also das hat, denke ich, jeder schon mal erlebt. Ne? Ja, also eine Frau in Hamburg anlässlich eines Vortrages hat zu mir mal gesagt, jetzt weiß ich, dass was drin war in meiner Wohnung, weil jetzt sehe ich, dass es weg ist. Und das war der schönste Satz dazu, ja. Also das heißt, sie hat mir sagen wollen, sie sieht jetzt, dass der Raum heller ist und leichter und weiter, ja. Und man sieht es auch wirklich an den farbigen Sachen, die man in einem Raum hat. Also zum Beispiel an Bettwäsche oder Vorhängen oder Polstern oder einfach Farbe, Bilder, sieht man dann, dass die knalliger werden. Also da merkt man schon, dass sich was getan hat. Es ist genauso wie ein Nebel, den man wegmacht. Ja? Dann ist auf einmal die Sicht wieder klar. Ja, sehr gut. Ja, zumal ja dieser Nebel, der dann da vorher war, also energetische Belastungen, ja auch das Wohlbefinden des Menschen, der darin lebt, natürlich. Mit beeinträchtigt. Also das heißt, wenn jemand in chronischen Situationen ist, ob das Depression ist oder andere Geschichten, die belasten, dann kann auch sowas natürlich darauf hindeuten, dass es eine ungute Wohnsituation ist oder Arbeitssituation. Das Gleiche gilt ja für jeden Raum im Grunde. Ja, natürlich. Wenn du jetzt gerade Depression sagst, wenn du Pech hast, du ziehst in eine Wohnung und vor dir hatte schon jemand eine Depression, dann wird deine Depression, ja, die vielleicht noch so etwas dezenter ist, auf einmal eine Megadepression, weil du an diesen Energien andockst. Das heißt, es geht immer in Resonanz mit dir, was in den Räumen ist. Wenn du etwas in dir trägst und im Raum ist dasselbe schon einmal gelebt worden, dann erreicht es dich. Und dein Problem wird zum Megaproblem. Zum Beispiel Süchte. Ja? Wenn früher jemand alkoholkrank war in Räumen oder was auch immer, Drogen und so weiter, dann kommt immer derjenige, der danach drin wohnt und egal welche Sucht der dann hat, ja, kann auch Nikotinsucht sein, der dockt dort an und kriegt einen Megaschub in die Richtung Sucht. Das habe ich selber schon sehr oft erlebt und habe auch in solchen Räumen gereinigt, wo dann alles wieder weg war und der Mensch war wieder aus dieser Sucht befreit. Ja. Ja, also von daher wirklich so ein wertvolles Wissen, was im normalen, Alltag überhaupt keine Rolle spielt. Man sucht sich eine Wohnung aus, Hauptsache der Balkon ist schön. So, ja. Und dann wunderst du dich vielleicht noch nicht mal, wenn sowas passiert, sondern dann ist das halt so. Ja. Und das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt, worauf zu achten ist. Du sagtest vorhin, dass du aus dem, ich sag mal jetzt aus dem Kraut, was ja erstmal grobstofflich ist, also materiell, durch die Energie, durch das Verbrennen ja die Feinstofflichkeit erreichst. Ja, und das ist ja die Brücke in die feinstoffliche Ebene. Ja. Sind das auch bei unterschiedlichen Kräutern jetzt nur Düfte oder letztendlich ist ja auch alles Schwingung? Also sind es verschiedene Frequenzen, die dann sozusagen diese Wirkung im Feinstofflichen entfalten? Kannst du was zum Mechanismus sagen, wie dann so eine Reinigung aussieht? Also fühlt sich die Energie dann nicht mehr wohl, weil da eine positive Energie ist und verschwindet oder wird die neutralisiert und löst sich auf? Oder wie kann man sich das so im übertragenen Sinne vorstellen? Man muss da ausholen an den Ursprung, wie wird eine Pflanze gepflückt? Das heißt, ich muss einmal dazu achten, dass die Pflanze, welcher Teil auch immer, die Kraft hat, um überhaupt helfen zu können.
Das ist ja eben die essentielle, das muss, ja, das was anders geht es nicht, weil meine Oma hat schon immer gesagt, wo nichts drin ist, kann nichts rauskommen. Ja, also das heißt, wo die Pflanze nichts in sich trägt, kann sie auch nichts geben. Das bedeutet, ich muss die Pflanzen nach Mondphasen pflücken. Eine Blüte am Blütetag, ein Blatt am Blatttag, eine Frucht am Fruchttag, eine Wurzel am Wurzeltag, damit diese Kraft dann auch dort ist, wo ich sie brauche. Ja? Und dann ist es zum Beispiel, beim Lavendel kann man das selber üben. Ja? Wenn man an Lavendel am falschen Tag, zum Beispiel am Wurzeltag erntet, wird der Lavendel in 14 Tagen grau. Pflücke ich den Lavendel am Blütetag, bleibt er immer blau. Also wenn man in meine Räuchermischungen schaut, da wird immer der Lavendel blitzblau sein, ja, bis also unendlich lang, ja. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass die Pflanze das auch wiedergeben kann. Das bedeutet, wenn ich die jetzt pflücke, muss ich sie dann im zweiten Schritt ganz behutsam trocknen. Das geht auch nicht, dass ich die jetzt der Sonne aussetze oder im Bund, also im Büschel, sagt man bei uns, trockne, also zusammengepfercht, sondern immer in einzeln auflege und ihr die Zeit lasse, die sie braucht, um trocken zu werden. Ja? Also nicht mit äußerlicher Anwendung, sondern die darf diese Zeit haben. Und dann, ja, zieht sich praktisch aus dem Zustand des Erntens bis zum Trocknen sämtliche Kraft, die dieser Pflanzenteil hat, zurück. Das heißt, es wird gebündelt. Es wird gebündelt und wartet wie die Pferdchen im Stall, bis die Tür aufgeht. Ja? Also das heißt, die haben jetzt alles in sich und können auch über die Hitze des Räucherns, das heißt über die Verräucherung, uns dann wieder alles geben, was möglich ist. Alles wirklich, was möglich ist. Und es gibt nichts, was schneller und effektiver wirkt als ein Kraut, das übers Räuchern entfaltet wird. Ja, und dann ist natürlich, wenn ich jetzt im Raum arbeite, diese Kraft ja unglaublich toll, weil das natürlich was bewirkt. Ja. Wo nichts drin ist eben, kann sich auch nichts tun. Das heißt, wenn ich angenommen, ich räuche zum Reinigen nur mit einer Zutat, ja, dann werde ich ein Neuntel der Kraft haben. Das ist nichts. Bei einem alten Haus kann ich vergessen. Ja. Das heißt, da muss ich einfach das Effektivste zur Hand nehmen, was es gibt, damit es auch ein Ergebnis gibt, das mich befriedigt, weil sonst habe ich ja nichts davon. Ja. Und das ist dann eben das Wunderbare, dass diese Kräuterteile, die wirklich ganz gut und sehr, sehr stark wirken, dann ihre Arbeit tun. Das bedeutet, die gehen miteinander in diese Altlasten rein, ja, und können aufgrund dieser Kraft es erwirken, dass diese zerteilte Teilchen, also ich sage Partikel dazu, ja, ganz, ganz Mini-Teilchen sich wieder in die Einzelteile zerlegen lassen. Physikalisch kann man sagen, heißt es so, Energie entsteht, bleibt dort, wo sie entsteht und wird erst dann weggebracht, wenn man sie entfernt. Ja, also wenn man mit einem Hilfsmittel, und das war halt in erster Linie das Räuchern, sie dann eben entfernt. Von alleine gehen die nicht weg. Ja? Und das ist ja unglaubliche Hilfe, dass man eben jetzt dann mit gewissen Kräutern das schafft, dass man die auflöst, ja, und dann eben durch das Einwirken noch die Möglichkeit gibt, alles, was sie nur aufbieten können, ja, an Kraft, dort hineinzustecken und das zu erwirken, dass da wirklich viel passiert, ja. Trotz alledem sage ich immer, unbedingt nachräuchern, also nicht nur einmal räuchern, weil natürlich Altlasten sehr, sehr lange brauchen, bis sich eine Schicht nach der anderen lösen lässt. Ja? Also da nutzt das Allerstärkste dann auch nichts, das wir mit einem Wisch nicht wegbringen. Deshalb immer wiederholen. Und das merkt man dann, wie gesagt, was sich da tut und wie das wirkt.
Und eben durch die, wenn das dann eben eingewirkt hat, dann hat der Rauch, der ist ja auch der Fänger, nicht? Der fängt dann so quasi diese Teilchen und bringt sie übers Lüften nach außen. So ist der Vorgang, ja. Ja, super spannend. Also du hattest ja schon gesagt, das wirkt dann eben auch auf Gedanken oder negative Energien, die in dem Raum sind. Ja. Ich selber habe das auch schon leider mehrmals erleben müssen, dass in Häusern oder Räumen auch noch verstorbene Seelen festhängen. Würde das auch in diesem Fall wirken, weil das ja immer wieder vorkommt, sowas? Mhm. Das ist ja eben das Wunderbare an diesen alten Rezepten. Das heißt, früher waren die Leute so clever und haben gesagt, wir mischen etwas so stark zusammen für ein Thema, dass nichts irgendwo durch den Kanal fällt, sondern dass alles irgendwie mitgenommen wird, wenn wir schon eben so einen Anlassfall haben. Und dazu gehört natürlich auch, dass zum Beispiel Seelen, die können sich dort anhaften, wo sie etwas erkennen. Sprich, wenn Altlasten da sind, von vielleicht sogar von Energien, die sie selbst produziert haben, dann erkennen die das, wie auch immer. Sie erkennen es und können dort landen, sage ich immer. Ja? Und mit dem Räuchern der Wohnungen nimmt man diesen Seelen auch die Landebahn, damit sie da eben nicht mehr andocken können. Das heißt nicht, dass man sie vertreibt, sondern das ist einfach eine Hilfe sogar für die Ahnen, dass sie endlich dann aus diesem Energie, aus dem Kreis rauskommen und ins Licht gehen können, weil da haben sie keine Aufgabe mehr und es ist übrig, wenn sie da stehen, also irgendwo herumdümpeln. In denen geht es ja damit nicht gut. Ja? Und es gibt eben die Möglichkeit, dass jemand sie zurückhält oder dass sie selbst noch irgendeine Aufgabe haben. Ich sprich immer, wenn ich eine Seele also wahrnehme, dann biete ich ihm oder ihr immer an, dass ich helfe, wegzukommen aus diesen Räumen. Und mache ihnen auch noch einen Regenbogen aus diesem Raum in die Natur. Der Regenbogen hat diese Aufgabe, dass die Seelen sich sicher fühlen und von keiner Farbe Angst haben. Das heißt, im Regenbogen sind eigentlich alle Farben drinnen. Es gibt Seelen, die haben von dunkler Angst und welche von hell. Und in den Regenbogenfarben fühlen sie sich sicher. Und dann, ich meine, ich bin ja nicht hellsichtig, aber ich kann das, was ich spüre, für mich in Bilder irgendwie verpacken. Und da merke ich einfach, dass die so drüber tappeln dann, ja, also ohne Füße, ja, und so dankbar sind. Ja, ich komme auch oft in Gegenden, wo von Krieg Schlachtfelder waren, vom Ersten Weltkrieg oder Zweiten, da gibt es ja Armaden von Seelen, ja, die plötzlich gestorben sind. Und das ist unendlich, was da an Dankbarkeit zurückkommt. Also da bin ich dann den ganzen Tag geflasht vor lauter Dankbarkeit, die da fließt, weil sie einfach erkennen, wow, jetzt können wir alle gemeinsam weg da, ja. Ja, sehr wertvoll. Also auch auf dieser Ebene ja wertvolle Arbeit. Und was du vorhin auch sagtest, dass wenn vorher jemand gelebt hat, der Süchte hatte, dann sind, und er vielleicht dann auch in dem Haus verstorben ist oder in der Wohnung, das sind ja auch gerade oft Seelen, die durch die Süchte, wie du sagst, eben auch gebunden sind an der Erde, weil sie dieser Sucht weiter nachgehen wollen. Genau. Und das passt natürlich dann ganz klar zusammen. Also das ergibt für mich auch ein ganz klares Bild. Genau, genau. Und damit kannst du helfen, dann den Weg ins Licht zu finden und weiterzugehen. Ja. Mhm. Ja, sehr wertvoll. Es ist ja auch so, dass es zum Beispiel rein familiär, also von Generation zu Generation, werden ja oft Themen übertragen. Das bedeutet, wenn ich jetzt in einen ganz großen Bauernhof komme, da gibt es noch diese unglaubliche Lebensart, nämlich dass der Urgroßvater, der Großvater, der Vater und der Sohn mit den Familien auf demselben Hof leben. Ja? Und das ist immer wieder dasselbe. Der Urgroßvater hat dasselbe Thema wie der Urenkel. Ja? Das sprich, der Urenkel hat dasselbe Thema wie der Urgroßvater. Ja, warum? Logisch. Weil
dass immer abgelagert wird, was der eine gelebt hat in diesem Hof. Das geht dann zum nächsten. Ja? Der nächste schüttet wieder was drauf zu dem gleichen Thema und dann geht es so weiter. Und dann, der letzte dann ist natürlich schlecht dran, weil der hat dann alles zu tragen. Ja? Und ich weiß, dass sich das eben dann löst, ja, weil die sagen es mir dann ja, dass die einfach so leben auf einmal wie also sie fühlen sich teilweise wie in Ketten und können selbst kein Leben leben, sondern sie werden gelebt, so unter dem Motto, ja, sie können sich nicht frei bewegen jetzt von ihrem Lebensstil oder von ihrer Lebensweise, weil sie immer spüren, es hält sie was zurück. Ja? Und das ist immer so eine schöne Aussage, wie sich die Leute dann halt eben wirklich fühlen. Und so ist es dann auch. Ja? Und ich kann tun, was ich will. Also ich kann mein Haus sanieren mit goldenen Wasserhähnen, mit Marmortreppen und was weiß ich was. Ja? Wenn ich mich nicht wohlfühle, es wird sich nichts ändern. Durch Sanieren wird sich keine Energie von A nach B bewegen. Ja? Die bleibt. Und daher, es ist auch so, wenn ich ein altes Haus wegreiße und auf den gleichen Grundmauern ein neues Haus baue, habe ich die ganzen Energien vom alten Haus drin. Ja, weil die an dem Ort, in dem Gitter sozusagen sind. Und das ist ja auch dann gleichbedeutend wie zum Beispiel eben Plätze in der Natur, wo irgendwo Energien festhängen, durch welche Dinge, du hattest Kriege angesprochen, was auch immer dann da geschehen ist, ist wie so ein Fußabdruck, energetischer Fußabdruck, der dann immer noch in dieser Matrix sozusagen drin ist. Genau, genau. Na, Entschuldigung. Und deshalb ist es eben auch so wichtig, dass man den Menschen sagt, ihr könnt das nicht einfach wegdenken oder so tun, als wäre eh nichts da. Ja? Weil viele Leute sagen, ja, bei mir ist ja gar nichts. Ja? Ich habe tausende Wohnungen schon gereinigt. Ja? Also zumindest betreten auf jeden Fall. Ja? Und ich habe noch nie einen reinen Raum gefunden, weil ich spüre die Energien. Also ich weiß genau, wo Belastungen sind. Ja? Und man kann nicht warten. Und den Energien ist das vollkommen egal, ob ich daran glaube oder nicht. Das ist denen sowas von egal. Ja? Die sind einfach da. Ja? Und die tun was. Und die lassen sich von uns überhaupt nicht einschüchtern. Oder so tun, als wären es nicht da oder was. Ja, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Die strahlen was ab, was der Mensch aufnimmt und in der Resonanz erwischt es mich dann halt. Und es ist halt so, wenn in einer Raum, also gerade in Mietwohnungen ganz viele Leute waren, die haben ja, da hatte jeder sein Thema hinterlassen. Ja? Und wenn ich jetzt als neuer Mieter sozusagen da drin bin, ich weiß ja nicht, welche Themen da jemals ausgelebt wurden. Und wie man weiß, ist das Leben ja nicht eine Autobahn, sondern es ist ja immer wieder was Neues da und auch neue Themen, neue Probleme. Und da kann es jeden Tag passieren, dass ich an so irgendwelchen alten Zeugs andocke. Ja? Das ist alles nicht notwendig, weil da tue ich mir so viel Lebensqualität nehmen, nur aufgrund dessen, dass ich mit Altlasten von anderen Menschen in Räumen lebe. Das ist völlig absurd. Ja. Ja, das ist, wo du das gerade sagst, nochmal so ganz klar. Ich meine, jeder putzt sein Haus oder seine Wohnung wird geputzt und alles soll immer schön erstrahlen. Aber ja, die Masse vergisst das energetische Reinigen. Ja. Ja, was ja dann nachträglich gesagt eigentlich noch viel schwerwiegender wirkt, weil es eben feinstofflich unterbewusst wirkt in mein Leben hinein, in meine Wohlgefühlebene hinein und sogar Krankheiten auslösen kann. Ja. So ist es. Also ich denke da an eine Aussage von einer Beduinenfrau. Ich habe einmal in der Wüste Sinai gelebt und war ganz fasziniert, dass die Beduinen ihre Räucherrituale machen, aber auch putzen, so, genauso wie ich. Also ganz gleich durchgehen, einwirken lassen und lüften. Und ich bin dann zu einer Beduinenfrau hin und habe sie einfach gefragt, was sie da tut. Ich habe mich halt blöd gestellt, ja, als wenn ich das noch nie gemacht hätte. Und sie hat gesagt, also sie hat den Räuchertopf gehalten und hat gerade eben da herumgearbeitet. Und dann sagt sie auf meine Frage, ich putze. Wenn ich das nicht mache, bin ich nicht fertig mit Putzen. Das sagt auch alles. Also das heißt,
wenn sie das Zelt, das Beduinenzelt putzt, dann ist sie nicht fertig mit Putzen. Und das hat sie auch übermittelt bekommen von ihrer Mutter, Großmutter und so weiter. Die haben das, heißt, das geht einfach. Ne? Ja, die haben das, also diese Naturvölker kriegen sowieso vermittelt. Also die haben ja, das war ja früher normal, ja. Und es ist ja nur bei uns in unserem, wir sind ein Industrievolk geworden, da hat sich das halt nicht mehr ereignet, dass man das weitergibt, ja. Und schauen wir doch heute in die Welt. Wer gibt denn von hinten nach vorne noch irgendwas ab, was die Großmutter gemacht hat, ja. Das ist so schade, weil man damit auch die Wurzeln der Ahnen abschneidet. Das heißt, die Menschen sind nicht mehr geerdet dadurch, ja, dass sie dieses Wissen nicht mehr weitertragen, weil sie einfach so tun, als wären die Ahnen egal, die waren halt einmal da, ja. Das ist so nicht. Mhm. Ja, oder sogar noch schlimmer, ne, dass ihnen gesagt wird, naja, die sind zurückgeblieben, da hat man damals irgendwas gemacht das war Aberglaube oder wie auch immer. Es wird eher runtergespielt oder altertümlich gesetzt als Brauchtum. Aber heute sind wir in der Technologie und heute ist alles viel besser. Ja. Genau, aber wir können nicht leugnen, wir sind das Produkt unserer Ahnen und wir haben auch alles in uns, was eben in der hinteren Reihe passiert ist und daher sollte man das auch wertschätzen, was da eben war und dass man halt einfach auch nach vorne dieses Wissen einfach auch weiterträgt und nicht verheimlicht oder halt eben auch zum Beispiel heute die Kinder, die wissen ja auch gar nicht mehr, wer war denn meine Urgroßmutter zum Beispiel, ja. Das ist schade, ja, weil das ist so nicht nur unpersönlich, sondern das ist, da fehlt was dann, ja. Da fehlt was im Leben, ja. Und das, da gehört auch eben dazu, dass man halt eben alte Rezepte, können auch Kochrezepte sein oder altes Wissen grundsätzlich einfach irgendwie dann brach liegen lässt, ja. Und das ist schade, das ist wirklich sehr, sehr schade. Ja, ist absolut. Man schneidet sich ab von diesem Wissen. Das ist so, die Gesellschaft hat sich entwickelt in den letzten Jahrzehnten, will ich mal sagen, mehr zu diesem individualistischen, ich bin erstmal alleine hier unterwegs. Viele leben auch als Single und schneiden sich nicht nur von den sozialen Kontakten im Hier und Jetzt ab, sondern vergessen auch noch ihre Vergangenheit. Also schneiden ihre Kontakte in die Vergangenheit rein. Und wenn sie dann auch keine Kinder kriegen wollen, aus welchen Gründen auch immer, oder das dann nicht mehr auf dem Plan steht, dann schneiden wir uns auch noch die Verbindung in die Zukunft ab. Du machst das ja nun schon sehr lange, würdest du sagen, und du tust vor allem sehr viel dafür, um dieses Wissen in die heutige Zeit zu transportieren. Würdest du sagen, über die letzten Jahrzehnte ist da schon eine Veränderung, dass du sagst, Mensch, ich habe mal angefangen, da war ich irgendwie, hat kaum einer hingehört, was ich mache, und heute erreichst du mehr Leute. Ist da ein Wunsch von mehr Menschen, damit mit dem Wissen auch in Berührung zu kommen? Ja, das ist eindeutig. Und zwar ist seit der Zeit, wo die Menschen halt nicht mehr diese Freiheit leben konnten, vor circa 2 Jahren war das dann, ist eigentlich so dieser Wunsch, glaube ich, wieder aufgebäumt worden, dass man sagt, das Regionale ist halt da, nicht? Das können wir jetzt haben. Aber alles, was wir jetzt so gekriegt haben von anderen Ländern, von anderen, wo auch immer, das ist jetzt in weitere Ferne gerückt. Und das ist nicht mehr so sicher. Aber das, was vor der Tür ist, ist sicherer. Das heißt, die Leute haben begonnen, sogar am Balkon Gemüse anzubauen oder irgendwo, wo sie halt eben eine Möglichkeit hatten, in die Natur zu gehen, aus der Natur was zu holen. Also dieses Anbinden war schon merkbar, ja. Und ich habe auch gemerkt, dass zum Beispiel die Leute unglaubliches Interesse zeigten für die Rauhnächte. Ja, also seit den letzten 2 Jahren ist das Thema Rauhnacht, also ich weiß es nicht, ich habe nicht gezählt, aber ich habe circa 70 Vorträge absagen müssen, weil ich gar nicht, also ich hätte müssen am Tag, glaube ich, 3 Vorträge halten, damit ich in dieser Zeit das alles geschafft hätte. Und
da habe ich gemerkt, diese Sehnsucht nach Geborgenheit und nach irgendetwas, was einen aufbaut oder aufrechterhält oder wo man Kraft schöpfen kann, wo die Energie wieder fließt und so, ja. Also all diese Sachen, die waren momentan dann ganz, ganz präsent bei den Leuten. Und man weiß ja, die Rauhnächte sind ja dafür da, damit man ganz viele Themen bearbeiten kann. Und das war ich glaube, das war so eine intuitive, unterbewusste Wunschvorstellung der Leute, dass da sehr viele Möglichkeiten zur Hand sind, wo man eben sehr viel für sich tun kann, was ja auch stimmt. Ja. Absolut. Also wir haben ja das Rauhnacht-Event gemacht. Da warst du auch dabei, natürlich mit deinem Beitrag zum Räuchern. Und wir können das bestätigen. Also es war eine sehr große Nachfrage, viele Teilnehmer, die dabei waren und sich die einzelnen Vorträge, Channelings und Beiträge angehört haben, um das für sich zu nutzen, diese Zeit für sich zu nutzen. Ich würde sagen, vielleicht auch das so als Rückbesinnung ein bisschen zu sehen, ne? Weil, wie du sagst, man war so sonst immer voll im Äußeren, alles funktionierte, man selber musste funktionieren, plötzlich wurde alles irgendwo gewaltvoll gestoppt, ja, es ist ja schon irgendwo ein Break gewesen. Und dann merkt man vielleicht auch, dass man erstmal außer Konsum nichts gewesen. Also das heißt, man steht erstmal da allein, auch selbst wenn man Familie hat, weil alle Werte und alles, was man vorher gemacht hat, für einen Urlaub gespart oder keine Ahnung. Und dann ging der Flieger nicht oder Lockdown oder wie auch immer. Also wir wurden rausgerissen aus diesem Hamsterrad, sage ich mal, Aus der und Komfortzone, ja. aus der Komfortzone. Und dann kommt, und das fand ich eben sehr schön, da habe ich auch Gänsehaut bekommen, eben diese Sehnsucht, von der du gerade gesprochen hast, ja, nach Geborgenheit, aber auch nach Orientierung, vielleicht auch nach Sinn, nach Sinnhaftigkeit wieder, ja. Und ich glaube, dass diese regionalen Rituale oder auch Brauchtümer oder auch das Wissen aus der Region, also das Wissen von meiner Großmutter, mir ja auch Halt gibt. Ja, weil das ist Wissen aus der eigenen Geschichte, aus dem eigenen, wie soll ich sagen, Umfeld letztendlich auch wieder raus. Und das kann mich stärken, das kann mir Sicherheit geben, das kann mich aber auch in die Zukunft führen, weil Natürlich, ja. ne, mit dem Wissen der Vergangenheit kann ich die Zukunft ganz anders gestalten. Und wenn ich dann noch dahin komme, wie du vorhin sagtest, eben Werkzeuge einzusetzen, um Dinge zu lösen, um zu reinigen, um zu verarbeiten und zu klären, gerade das, was in der Vergangenheit war, zu klären, was wir allzu oft verdrängen. Und das beginnt ja im Hier und Jetzt. Wenn ich heute meine Themen verdränge, dann sind sie morgen ja Vergangenheit, und zwar verdrängte Vergangenheit. Aber die ist ja nicht weg, wie du sagst. Die Energien, denen ist das egal, die bleiben ja da. Aber Die sie sind sollen hartnäckig, angeguckt ja. werden. Absolut. Und ich habe es auch so wahrgenommen, dass jetzt die Zeit ist, immer noch. Transformationszeit bedeutet aber auch, eben die Vergangenheit anzusehen und zu heilen. Und das habe ich eben auch gefühlt, als wir dann die Räucherwerke von dir genutzt haben zu den Rauhnächten, dass ich ein tiefes Gefühl der Heilung auch empfunden habe, ja, mit einigen und so eine Aussöhnung hatte. Ja. Also es hat mich tief in der Seele berührt. Also nicht jedes Kraut, muss ich sagen, aber einige haben mich ganz besonders in Resonanz gebracht. Und Ja, das fand natürlich. ich schon sehr spannend. Ja. Also eine Chance, Dinge zu heilen und damit zu transformieren, um dann bereit auch für die Zukunft zu sein. Ich merke ja, also bei meinen Seminaren, ich habe ja ein Seminarzentrum auch in Kärnten, da kommen jetzt, also ich mache das immer in Kleingruppen, weil ich gemerkt habe, die Leute brauchen jetzt sehr viel Aufmerksamkeit und sehr viel Information. Und da kommen Leute vorwiegend aus Städten. Also es war früher nicht so, aber aus Städten. Und die sagen dann alle so unisono, ja, wir haben keine Anbindung. Wir hatten jetzt lange Zeit überhaupt kein Thema mit der Natur. Bis auf, was weiß ich, kurz einmal eine Runde mit Radfahren und so weiter und dazwischen eine grüne Wiese sehen. Und die wurden wirklich durch diese Zeit jetzt aufgeweckt, um zu erfahren, dass rund um sie herum ganz viele Sachen wachsen oder existieren, die jetzt für diese Zeit passen und auch helfen. Ja?
Und ich glaube, das ist auch so eine Entwicklung, wo man sagt, ja, da tut sich einiges und die Leute, die suchen und finden dann, wenn sie sich einlassen. Ja? Und das finde ich schon, das ist gut so. Und wenn man denkt, auch die Themen der heutigen Zeit, also ob es jetzt, ich sage immer, man muss sich heute nicht nur reinigen, also übrigens geht das eh in Zusammenhang mit einer Raumreinigung, wird auch der Körper mitgereinigt, weil durch jede Zelle des Körpers der feinstoffliche Rauch ja rein kann. Aber es ist auch die Entgiftung sehr wichtig. Die Entgiftung über Pflanzen, die es schaffen, eben diese Entgiftung zu machen. Aber nicht nur die Leber zum Beispiel, sondern wenn man jetzt von Entgiftung spricht, denkt man immer an die Leber. Sondern die geistige Entgiftung. Das heißt also, die ganzen Negativitäten, die ich da vielleicht aufbaue über gewisse Themen und die mich nicht loslassen und die einfach in mir kreisen und die Ängste verursachen und vielleicht die gar nicht mehr wegbringen, weil sie einfach schon so dramatisch aufgebaut sind, dass ich sie gar nicht mehr im Griff habe. Das ist eben auch genauso eine Möglichkeit, mit Räuchern entgegenzuwirken. Das ist wunderbar, dass man eben auf allen Ebenen arbeiten kann. Also es geht nicht nur um die Raumreinigung. Ich habe genauso die Möglichkeit, auf der psychischen, auf der seelischen Ebene zu arbeiten. Ich kann den Tieren helfen, mit Räuchern und so weiter. Also es ist eine uferlose Möglichkeitspalette da, die es schafft, also wirklich alles abzudecken. Und das ist das Wunderbare dabei, ja. Also das heißt, dass wenn jemand Unwohlsein hat oder ja, dass das Räuchern eben auch unterstützen kann, um Klarheit, Ordnung vielleicht reinzubekommen, weil letztendlich sind es dann wieder Informationen vermute ich auch und das dann einem unterstützt auf dem Wege, dann eben wieder ins Wohlsein zu kommen. Ja, absolut. Weil es natürlich auch, so wie es halt auf körperlicher Ebene Kräuter gibt, so gibt es natürlich auch auf der seelischen Ebene und auf der psychischen Ebene entsprechende Kräuter, die eben etwas bewirken und die bewirken natürlich, man muss halt klar immer wieder die nehmen, die das zu dem Thema passen, weil wenn ich irgendwas nehme, kommt halt auch nur irgendwas raus, ne? Ja, also es sollte schon spezifisch sein und dann, wie, wo wir gerade bei dem Thema sind, spezifisch, wie ist man denn überhaupt darauf gekommen, eben zu schauen, dass die Wirkung von dem Gras oder von der Wurzel oder von dem Naturprodukt auch wirklich so ausgeht? Ist das alles über, ist das alles über Ausprobieren gegangen oder gab es da auch vielleicht Informationen aus anderen Ebenen? Wie würdest du das einschätzen? Oder kriegst du heute auch noch Informationen, die dich auf was Neues bringen? Man muss sich vorstellen, dass die Leute früher ein sehr viel besseres Gespür hatten. Es begann ja schon in Zeiten, wo die Leute ja überhaupt ganz in der Natur gelebt haben. Also ich will jetzt nicht Steinzeit sagen, aber so ein bisschen später dann. Die haben ja sofort gemerkt, was tut das mit mir? Was für Wirkung erziele ich mit dem, was ich da auf die Kohle tue? Oder in dem Fall haben es keine Räucherkohle gehabt, aber andere Hilfsmittel. Das war damals ja, die Leute haben ja, die haben ja ein zigfach besseres Gespür gehabt. Das ist ja heute, was wir heute haben, gar nichts mehr, ja, dagegen. Und aufgrund dieser Wahrnehmungen haben die natürlich auch es ist leichter gehabt zu wissen, das und das passt zusammen und das macht das und das macht das. Und das war so die Ursache. Und dann haben die Leute natürlich aufgrund des Kräuterwissens später, wenn man jetzt an die Zeit denkt, was die Klöster alleine für Wissen auf gesammelt haben oder nehmen wir Hildegard von Bingen oder wie sie auch immer geheißen haben, die haben ja eine unglaubliche Vorarbeit geleistet diesbezüglich, die sozusagen
schon die Grundlage geschaffen haben, um heute Mischungen zu machen, ja, und zu sagen, okay, das ist jetzt für das und das für das. Und wenn ich das zusammenfüge, dann kommt das raus, ja. Und das ist eben heute gleich wie damals, weil ich brauche das Rad ja nicht neu erfinden. Ich brauche jetzt nicht, was weiß ich, wenn ich sage, okay, für gegen Ängste war damals das und das gut und heute muss ich noch was dazu mischen, damit es ja wirkt, ja, weil die Wirkung der Pflanzen, die hat sich ja nicht geändert, ja. Die Wirkung ist ja nach wie vor gleich wie damals. Und daher ist es so unkompliziert, auch heute noch dieselben Rezepte zu nehmen, ja. Also ich habe von meiner Großmutter her die Rezepturen im Ansatz nicht verändert. Das Einzige, was sie mir eben auch gesagt hat, immer, du musst immer das machen, was die Leute brauchen. Ja? Also wenn ich nicht mehr bin, dann musst du auch das machen, was die Leute brauchen. Und das kenne ich heute natürlich noch nicht. Und das zum Beispiel ist das die Depression oder Burnout oder solche Sachen, die hat sie nicht gekannt, ja. Also da war es höchstens so, dass damals jemand gesagt hat, ja, der ist so komisch worden, ja. Also das war vielleicht damals auch eine Demenz, ja, wurde aber nicht so benannt. Und ja, also dieses Basiswissen, wie gesagt, das ist schon uralt. Und aus dem schöpft ja, hat jeder eben geschöpft und vielleicht dann auch noch was erweitert an Wissen. Aber das Schöne ist eben, wie gesagt, man braucht das Rad nicht neu erfinden, es ist da. Ja. Du hast eben gerade kurz Ängste erwähnt. Also es gibt ja auch für Ängste ein spezielles Räucherwerk, was du anbietest. Genau. Was ist da drin und was kann ich damit erreichen? Weil Angst also, ist doch heute gerade ein sehr zentrales Thema. Was ganz ein zentrales Thema und erwischt. Zwar... Genau, die Ängste lähmen ja alles. Ja? Also wenn ich in Angst besessen bin, bin ich nicht fähig, klar zu denken und gar nicht mich weiterzuentwickeln. Daher brauche ich beruhigende Pflanzen. Ja? Also beruhigend heißt, das ist einmal, also zum Beispiel, klingt jetzt ganz komisch, aber der Hafer. Ja? Der Hafer und der Hopfen. Nicht in Form von Bier. Ich wollte gerade sagen, wenn man das trinkt, dann ja, ist man auch ein bisschen ruhiger. Nein, ja. Das ist das Bier, es sei denn, nicht das man hat Bier, zu viel. Sondern der Hopfen. Die Hopfenblüten werden da dazu genommen. Was auch natürlich gut ist, ist das Johanniskraut, das das Gemüt beruhigt. Das Mädesüß, was einfach lieblich ist und das Liebevolle wieder hervorbringt. Es ist die Sonnenblume, die die Lebensfreude bringt. Ja? Also da muss man immer schauen, dass man einfach auf der einen Seite die Ängste beruhigt, auf der anderen Seite Lichtblicke schafft. Ja? Und so kann man halt eben das zusammenführen und alles in allem ist dann halt einfach eine ganz tolle Möglichkeit, dass man aus den Ängsten auf ganz einfache Weise wieder wegkommt. Ja? Also ich habe wirklich viele Leute, die mir Rückmeldungen geben und die sind alle wirklich begeistert davon, wie einfach man das eben auch machen kann. Natürlich ist es nicht so, dass das von heute auf morgen weg ist. Ja? Alles, was naturbelassen ist, alles, was mit Natur zu tun hat, braucht länger, um wirklich weitreichende Wirkung zu erzielen. Aber es ist wirklich dann weg. Ja? Also es ist dann wirklich so, dass man sagt, man hat es geschafft, wenn man durchhält und das permanent macht und in einer Regelmäßigkeit macht. Grundsätzlich sollte man immer dann räuchern, wenn man den Impuls dazu kriegt. Und wenn das System einmal in Berührung kommt, sprich die Seele mit Hilfsmitteln, das eben zum Beispiel jetzt in dem Fall die Ängste eindämmt, dann merkt sie sich das und fordert es wieder ein. Und wenn man ein bisschen wach ist und ein bisschen Gespür hat, dann weiß man ganz genau, wann der Zeitpunkt ist, dass man eben nachräuchert oder wieder räuchert. Grundsätzlich könnte ich das dreimal am Tag auch anwenden, weil es tut nichts. Das System von uns, also von allen Ebenen, ist so konzipiert, dass alles, was zu viel ist, als neutral abgewiesen wird vom Körper. Ja? Also das heißt, das ist dann nicht eine Überdosis,
sondern das ist einfach dann neutrale Ebene, ja. Wobei all diese Sachen, die bei uns wachsen, ja nicht zu einer Überdosis führen, also besonders die nicht, die ich jetzt aufgezählt habe, dass Überdosis Sonnenblume, glaube ich, hat noch niemanden so wirklich geschadet. Also Lebensfreude kann man sowieso nie genug eben haben, also von daher, genau, das macht auf jeden Fall Sinn. Und ja, wer da vielleicht das Thema Angst für sich auch hat, dann kann man auf der einen Seite räuchern, um das zu unterstützen, wieder in das Vertrauen zu kommen. Zum einen und zum anderen kann man natürlich auch versuchen, die Auslöser für Ängste, ob das Nachrichten sind oder was auch immer, dann zu reduzieren, weil was ich nicht ins System reinkippe und keine Angst verursacht, brauche ich nachher auch mit Räuchern nicht mehr auflösen. Das heißt, also beides wäre dann sicherlich eine gute Kombination. Ja, genau so ist es, ja. Schön. Annemarie, du hattest vorhin kurz noch gesprochen auch von Tieren, wo das wirkt. Ich weiß, deine Großmutter hat ja auch in Ställen und bei Bauernhöfen geräuchert. Da wäre es für mich jetzt nochmal spannend zu erfahren, in welchen Fällen wurde denn dann da geräuchert, weil ich sag mal, die Kuh wird ja nicht unbedingt jetzt, wenn der neue Stall kommt oder eine neue Kuh reinkommt. Oder ist das vergleichbar? Tiere sind sehr sensibel. Tiere haben Krankheiten. Bei Tieren passieren halt andere Dinge als bei uns, aber es ist auch genauso möglich, dass ein Tier aggressiv ist, dass irgendwann mal was passiert. Tiere reagieren auch sehr stark, wenn zum Beispiel ein Stall vorher so konzipiert war, dass Schlachtungen stattgefunden haben. Das Tier spürt das. Danach, ja, ist genauso wie bei Menschen, die spüren, dass eben etwas Fürchterliches da passiert ist, ja, und die reagieren drauf. Und daher ist es eben auch wichtig, dass man die Stelle mit reinigt, damit auch diese Energien dort wegkommen. Früher hat man es auch so gemacht, also gerade in der Weihnachtszeit, also da hat man am Ende des Jahres eben auch den Stall ausgeräuchert, damit die Tiere gesund bleiben und dass sie gesegnet sind. Das ist eher im Brauchtum angesiedelt. Und da kann man sagen, also ja, ist es heute noch gleich, wobei heute schon ganz viele Bauern unterm Jahr eben auch räuchern, aus diesem Grund, dass es den Tieren gut geht. Ja. Ich habe anlässlich des Schreibens meines Buches, die Räucherapotheke für Tiere, habe ich sehr viel in Ställen geräuchert, damit ich einfach gesehen habe, wie die Tiere reagieren. Es war unfassbar. Es war unglaublich. Ja. Ich bin da durchgegangen, also ein Bauer hatte ungefähr 50 Kühe und ein paar Kälber. Die haben fast das Gitter durchbohrt mit der Nase, damit sie zum Räuchertopf kamen. Ja? Und ich habe noch nie gesehen, dass eine Kuh mit der Nase solche Bewegungen macht. Die haben da unglaublich, die haben unbedingt zu diesem Räuchertopf wollen, weil sie eben gemerkt haben, dass da was drauf ist, was eben... Ja, was ihnen gut tut, ja. Und was sie merken, was sie gespürt haben, dass sie es brauchen. Und das war gigantisch, ja. Und auch die Kleinen schon, also die Kälber oder auch zum Beispiel Schafe oder Ziegen oder Pferde reagieren auch sehr stark, ja. Da hat der Pferdetherapeutin ein Tier mit Räuchern konfrontiert sozusagen, ja, wobei man die Tiere nie von vorne beräuchern soll, ins Gesicht, sondern immer auf der Seite und hinten. Da hat das Tier zugleich gegähnt und die Hufe so eingerollt, also so quasi so auf Relax-Stellung geschalten. Sie hat gesagt, das gibt es normalerweise entweder oder. Der hat beides gemacht und auch auf, es gibt ja dieses Vibrieren auf der Haut bei den Pferden. Meistens machen sie es, wenn zu viel Fliegen drauf sind, aber auch wenn sie entspannt sind. Und das hat es auch noch gemacht. Ja. Also das war echt für diese Frau unfassbar, dass das alles zugleich gemacht worden ist. Also dass das Pferd so reagiert hat. Also auch die Tiere natürlich sind da sehr, sehr froh, wenn sie auf diese Weise Hilfe kriegen.
Wundervoll. Ja, also das ist ja wirklich sehr umfänglich, auf welchen Gebieten Räucherwerk uns unterstützen kann, Tiere, Räume reinigen kann, Orte reinigen kann und auch Menschen unterstützen kann in einzelnen Prozessen. Also dein Wissen ist wirklich mega beeindruckend und du lebst das. Wir haben ja nun auch erfahren, wie du dazu gekommen bist. Also ich kann nur sagen, wundervoll, ja, weil du bist die Räucherin, du bist, du lebst das, du hast es in dir, ja, du bist dafür auf die Welt gekommen und da danke ich dir ganz recht herzlich für, natürlich auch, dass du dir die Zeit hier heute für dieses Gespräch genommen hast. Du gibst dieses Gerne. Wissen ja aber auch weiter, was du schon gesagt hast, du bietest Seminare an und hast auch ein eigenes Seminarzentrum. Gibt es da Dinge, Bücher schreibst du, die jetzt aktuell bei dir als Projekt sozusagen in der Arbeit sind? Ja, es ist so, dass ich eben das Einfache, den einfachen Zugang zum Räuchern immer mehr forciere, also in meinen Ausschreibungen und die Leute das sehr gern annehmen. Also ich habe gerade jetzt am Wochenende zehnköpfige Seminarteilnehmer, 10 Leute da gehabt und das war wieder sehr, sehr schön. Und ich mache das so nach Gefühl irgendwie. Ich merke, ja, jetzt brauchen es die Leute und das ist auch so ein Selbstläufer. Es kommen einfach die Leute immer dazu, die passen und ja, und ich freue mich auch schon. Ich bin im September wieder in der Schweiz endlich. Also ich bin sehr gerne dort. Bin ja auch teilweise im Vorarlberg aufgewachsen und ich kann auch noch eine kleine Schwätzer. Und die Schweizer lieben das halt, dass ich halt ein bisschen den Dialekt kenne. Ja, und da bin ich auf einer Tour und bin auch im Allgäu oder in verschiedenen Städten in Österreich unterwegs. Und das kann man alles entweder, wenn man sich zum Newsletter auf www.achanta.at anmeldet, kann man immer die aktuellen Termine kriegen. Ich bin ja auch Mentaltrainerin und mache auch so Mentaltrainingseinheiten, aber am liebsten tue ich das zusammenfügen, also mit Räuchern und Mentaltraining. Und da haben die Leute natürlich noch einen besseren Mehrwert, weil sie dann auch die Zusammenhänge von dieser Art von Technik sozusagen auch mitbekommen. Und das ist ja alles eins und daher ist es wichtig, dass man auch weiß, wie man mit den Gedanken umgeht und was das tut, wenn man immer im negativen Gedankenfeld sich aufhält und so weiter und was man dagegen tun kann. Ja, und so versuche ich halt immer so auf die Zeichen der Zeit zu hören und zu schauen, was brauchen die Leute jetzt. Und ich gehe selten am Thema vorbei. Ich glaube, es war eh noch nie der Fall. Und ja, und so ist das eigentlich sehr, sehr schön, so zu arbeiten, weil das einfach so kommt, wie es kommen soll. Ja, und ich glaube, so kann man den Leuten auch am leichtesten helfen, indem man viel vorlebt, viel auch zu sagen hat, ohne dass man Papier vor sich liegen hat. Ich bin keine Theoretikerin, ich mache alles aus der Praxis. Die Leute bei mir müssen alles so lernen, dass sie zu Hause ins Haus reingehen und alles umsetzen können. Das ist mir sehr wichtig. Und daher mache ich es eben immer in Kleingruppen. Ja. Toll. Ja, wundervoll. Also ich kann nur sagen, das Räuchern hat mich jetzt auch infiziert. Ja, also ich bin begeistert schon seit den Rauhnächten und jetzt natürlich auch durch den persönlichen Kontakt nochmal ganz besonders. Also danke dir von ganzem Herzen und ja, alle Zuschauer, die es jetzt auch infiziert hat, geht unten in die Beschreibung unter dem Video. Da findest du dann alle Links und auch die Kontaktmöglichkeit zu Annemarie Herzog. Da gibt es dann weitere Informationen. Liebe Annemarie, ganz, ganz herzlichen Dank. Viel Erfolg weiterhin bei deiner Mission, bei deiner Berufung. Und ich freue mich, dass du das machst, was du machst, weil es so hilfreich ist und so viele positive Impulse gibt. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir auch ganz herzlich fürs Gespräch. Prima. Ja, ihr Lieben, jetzt haben wir nochmal ein ganz
interessanten Impuls bekommen aus dem Räucherwelten heraus, die Brücke aus der materiellen Ebene in die Feinstofflichkeit mit Räuchern. Und was du alles selber dabei auch erleben kannst, haben wir jetzt mal Einblicke bekommen. Ich freue mich, wenn es dir gefallen hat. Und ja, dann lass doch auch gerne ein Like da, abonniere unseren Kanal oder komm auch in unseren Newsletter. Der nächste Kongress steht vor der Tür. Und wir sind jedes Jahr mit dem großen Channeling-Kongress dann für dich da und unter den Wochen, die dazwischen liegen, natürlich mit dem Channeling-Portal, so wie du heute auch hier auf diesem YouTube-Kanal diesen Beitrag gefunden hast. Also, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Alles Liebe für dich. Bis dahin. Tschüss.